Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored, die Maske des Zorns. Soundcheck! So. So, einen Auftrag werde ich als erstes machen, aber erstmal gehe ich hoch. Ich hole mir dieses Knochenartefakt. Mann, da war wieder jede Menge Ratten. Warum? Hilf mir mal jemand! Blute! Ich werde deine Leiche plündern! Jemand hierher! Das wird wehtun! Was für ein Chaos! Die Stadt geht zugrunde! Wer sind die? Attentäter? Da ist sicher jemand! Da steht wohl jemand auf Schmerzen. Ein Kabelwerkzeug. Oh! Sonst ist hier nichts. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Ich habe nicht genug Geld. Needed? Warum Englisch? Brandbolzen, hm? Geld, Geld, Geld. Und hoch da. Ist hier nirgendwo eine Ratte? Vielleicht? Hehehe.
Genau da ist ein Knochenartefakt. Echt jetzt? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Augen auf, Mann. Ich werde dein Versteck finden. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Hamsha. Du kannst dich... Versteck. Ich werde dich finden. Jetzt bist du auf einmal ganz leise. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Hexenfisch? Okay, dafür stirbst du. Keine Sorge, ich... Hier ist er! Achtung, Bürger von Dunwall. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Soldier Square wurde die Gegend jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche... Ach nee, die waren da unten. Also war das hier wieder mal unnötig. Ja, da gehe ich mal rein. So. Ja. Keine große Sache. Vielleicht gehst du später hoch und schaust, wenn die anderen weg sind. Das sag ich dir doch nicht. Na komm, eine Münze, zwei, mehr. Was? Sie zahlen dir Münzen? Mein soll's in Flaschen. In Flaschen? Du Glückspilz. Was kriegst du? Ich sage es dir nicht. Das ging ja mal nicht so gut. Na toll, wir haben ein paar Leichen mehr. Ich muss definitiv viel weniger töten. Wieder ein paar Bolzen. Wenn das so weitergeht, sind die voll.
Ah, da habe ich ja ein bisschen wieder Ersatz. Ma, immer so eine Meute Ratten. Ist direkt über mir. Mhm. Ah, ein bisschen Geld. Geld kann ja nie schaden. Also ab nach oben. Ach, der ist immer noch offen. Ach, der ist über mir, immer noch über mir. What? Das ist wieder ein paar zu viel Ratten, zu viel. Ah, diese Meuteratten. Also hier ist nichts Interessantes. Heißt, ich muss da oben. Oh, der hat ein... Ah, ein von fünf Runen. Was habe ich jetzt für eine Mission?
Also muss ich gleich wieder raus. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr zu finden. Und wieso gehe ich dann nicht hier raus? Ja, denn hier ist es doch am einfachsten. Also, 4 neue Leichen zusätzlich. Ich will eigentlich nicht so viel Chaos. So, euch lasse ich mal in Ruhe. Ausschwärmen. Es gab von einem Zwischenfall. Wir kennen noch. Au. Das war jetzt nicht geplant. Hallo, Slexor. Moment, mir fällt gerade auf, warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Ach, halt's Maul. Also das ist voll. Moment, ich habe noch nicht volles Leben. Wieso Kreis? Fehlig ist die Taste. Hey, huh. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schießt ja. Das. Besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell.
Ah! Slagshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns nochmal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, um das Zeug da rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten rum. Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund, und dann erledige ich die Pendleton-Brüder. Ganz einfach, muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht und niemand sieht sie jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Slickjaw es auch nicht. Das hört sich schon mal interessant an. Jetzt muss ich mal gucken, was muss ich machen? Das ist meine andere Art. Das mache ich, glaube ich, auch. Mal gucken. Ich weiß nicht, was sie mit dem machen werden, aber es hört sich lustig an. Also, ich würde sagen, mache ich hier einen Cut und bis zum nächsten Part.